Hey, hallo und herzlich willkommen hier bei Enna Tennis in Sertogenbosch bei den Ordina Open. Neben mir einmal Christina Barois. Hallo und schön, dass du da bist, Christina. Ja, hallo zusammen. Und auf meiner rechten Seite ist der Rainer Schüttler. Danke, dass du dir Zeit nimmst, Rainer. Servus. Die freuen sich schon beide sehr auf das berühmte Quiz 60 Seconds to Fame. Und jetzt brauche ich gerade mal den Schläger von meiner Producerin, damit wir mit der Wahl beginnen können, die sehr wichtig ist hier in diesem Quiz. Wer darf anfangen? Ich nehme mal die Frau. M. Christina, W oder M? M. Oh, das sehe ich nicht so gut. Nicht so gut. Jawohl, ich fange an. Es ist M. Ich fange an. Barois to decide. Barois to serve? I'm serving. Okay, Rainer, für dich heißt das, du ziehst diese Kopfhörer hier an. Sehr gut. Warte kurz. Producerin, die Zeit, ja? Anziehen. Na, schön laut drehen. Rainer, hörst du mich noch? Rainer, verstehst kein Wort? Super, okay. Der Riesenschwein, der macht die Musik jetzt leise, pass auf. Oh, oh, oh. Okay. Christina, es geht los. Ja. Läuft die Zeit? 2, 1, los. In welcher Stadt finden die Australian Open statt? Melbourne. Korrekt. Wie viele Spieler sind im Hauptfeld eines Grand Slams? 128. Ja. Aus welchem Land ist Stanislav Wawrinka? Schweiz. Welche Frau hat 2009 die French Open gewonnen? Kutsasova. Nenne zwei verschiedene Vorhandgriffe. Western und... Oh Gott. Normal halt. Na, das ist kein Griff. Slice. Lass mal gelten. Okay. Wie viele Matches hat Rafa Nadal zwischen 2005 und 2007 auf Sand in Folge gewonnen? 31. 81. Wer ist in der Weltrangliste der beste Franzose? Tsonga. Wie nennt man den Tiebreak, der bis 10 Punkte gespielt wird? Match-Tiebreak. Philipp Chatrier in Roland Garros ist das größte Stadion der Welt, richtig? Nein. Die Ohrringe von Maria Sharapova werden gesponsert von? Cartier. Wie heißen die Williams-Schwestern mit Vornamen? Venus und Serena. Nenne drei australische Spieler. Hewitt, wie heißt denn der Lange? Keine Ahnung, fällt nicht ein. Stopp schon! Stopp! Mann! Gleiche Fragen, gleiche Zeit. Oh, ob er schon was gesehen hat. Er wirkt ein bisschen angespannt hier. Zieh mir raus. Okay. Producerin, Zeit. In welcher Stadt werden die Australian Open gespielt? Melbourne. Korrekt. Wie viele Spieler sind im Hauptfeld eines Grand Slams? 128. Korrekt. Aus welchem Land ist Stanislav Wawrinka? Schweiz. Richtig. Welche Frau hat 2009 die French Open gewonnen? Kuznetsova. Nenne zwei verschiedene Vorhandgriffe. Western und... Keine Ahnung. Falsch. Wie viele Matches hat Rafa Nadal zwischen 2005 und 2007 in Folge auf Sand gewonnen? Keine Ahnung. 81. Wer ist in der Weltrangliste der beste Franzose? Simon mit 7, würde ich sagen. Richtig. Wie nennt man einen Tiebreak, der bis 10 gespielt wird? Champions Tiebreak. Philipp Chatrier ist das größte Stadion der Welt, richtig? Nee. Richtig. Die Ohrringe von Maria Sharapova werden gesponsert von? Die Uhr von Omega. Die Ohrringe von Tiffany's. Wie heißen die Williams-Schwestern mit Vornamen? Serena und Venus. Eine drei australische Spieler. Oh! Hast du mitgezählt, Christina? Nee, aber er hatte das eins war falsch, was ich richtig hatte, glaube ich. Okay. Western. Stopp. Wir gehen mal die Antworten durch. Da haben sie mir, glaube ich, einen gut gegeben, wo ich nicht sicher bin. Ich habe Western und Slice gesagt, aber Slice-Griff ist ja kein Griff. Vorhandgriff. Gibt es einen Slice-Vorhandgriff? Ja, vorhand, ja, gibt es aber. Ja, Western ist. Wäre so, oder? Und Slice wäre dann so. Slice-Griff. Nee, Slice-Griff nicht. Drive auch nicht. Drive. Aber Drive-Griff ist. Nee, ja, Drive. Okay. Na, nee. Jetzt ist ja gut, ihr beiden hier, ihr könnt nachher noch weiter diskutieren. Ist dir aber leider nicht eingefallen. So, und deswegen gehen wir mal die Antworten schnell durch, ja? Australian Open, Melbourne hat ihr beide richtig. 1-1. Wie viele Spieler sind im Hauptfeld auch? 128, 2-2. Wawrinka aus der Schweiz, 3-3. French Open Kuznetsova, 4-4. Zwei Vorhandgriffe. Da ist der Frau Barois Gott sei Dank noch der Slice-Griff eingefallen. 5-4 Barois. Zählen wir es oder zählen wir es nicht? Ich frage mal die Regie. Die Regie meint, wir zählen es nicht. Ich hätte es gezählt. Okay, 4-4. Gut. Nadal, 81, hat keiner gewusst. Bester Franzose. Oh, Barois Tsonga. Schüttler, Simon. 5-4 Schüttler. Geht mit dem Break in Führung.
Tiebreak bis 10, richtig, Champions Tiebreak, 6-5. Chatrier, nicht das größte Stadion, US Open größer, 7-6. Ohrringe von Sharapova, keiner gewusst. Und die Williams-Schwestern, beide beantwortet. 7-6 im Tiebreak. Rainer Schüttler ist unser heutiger Gewinner. Rainer, deine Dankesrede? Ja, das war so schön. Und was kriege ich jetzt für einen Preis? Du bist jetzt bei allen Tennisfans in Deutschland, bist du jetzt als intellektuellster Spieler angesehen. Ey, da ist ja der Patch schon, das kann ja gar nicht mehr werden. Christina, für dich bedeutet es natürlich eine herbe Schlappe hier, ne? Wie wirst du damit umgehen? Oh, ich hoffe, dass ich bis morgen zu meinem Match wieder ein bisschen Selbstvertrauen tanken kann und die Niederlage heute hier verkraften werde. Ja? Ist schwer. Hoffen wir auch. Also wünsche euch alles Gute. Ciao, okay. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Lade dich zum Kaffee ein, dass du mich hier hören lässt. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around, hey, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around.